Amerika, Amerika! Imani, was machst du die ganze Zeit? Barbie-Go. Was ist denn Barbie-Go? Barbie-Go ist Barbie-Girl, also das Lied Barbie-Girl. Luisa, was macht ihr da? Imani, was machst du da? Fotos. Fotos? Von wem? Baba. Von Baba? Zeig mal. Ey, sie macht wirklich Fotos. Mach mal ein Foto von Mama. Luisa, sie hat dich sogar rangezoomt. Bist du bereit? Ja! Wofür bist du bereit? In Barbie-Go! In Barbie-Go? Here we go! Ich zeige euch ein Spiel, was ich immer mit Imani spiele. Das Spiel heißt Warte. Imani, warte, okay? Warte, 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 warte und komm! Ja! Imani, mach mal einen Outfit-Check. Von wo ist deine Mütze? Mama. Ich meine, von welchem Laden? Ja. Sprichst du Deutsch? Was sprichst du dann? Arabisch. Arabisch? Und was isst du da? Reis. Weißt du wenigstens, aus welchem Laden du deine Schuhe hast? Ja. Von welchen? Auch Mama. Wir gönnen uns jetzt unser Eis. Und was machen wir danach? Rückgang! Ich meine, du siehst halt aus wie so ein Zwerg. Mütze ausziehen. Imani, schaffst du es, deine Jacke alleine auszuziehen? Ja. Zeig mal. Oh, hat du Bier. Das ist zu schwer? Mila, hast du mal in deinem Leben Popcorn gemacht? Natürlich, kannst du dich nicht erinnern, mit der Popcornmaschine. Stimmt. Ich zeig euch einen einfachen Trick, wie man die Popcornmaschine öffnet. Jetzt hier aufmachen. Tada! Popcornmaschine! Und du? Auch Popcornmaschine. Auch Popcornmaschine? Das stimmt nicht. Hey, Imani hat noch nie Popcorn gemacht. Du hast noch nie gesehen, wie man Popcorn macht. Imani, guck genau dahin. Popcorn. Guck mal genau dahin. Lisa, wo ist das Popcorn? Vertrau mir, das Popcorn ist gleich da. Heißt es das Popcorn oder der Popcorn? Ja. Jetzt. Mamma mia, Rate braucht eine Schüssel! Ich bin Luja aus Polen, ich weiß, wie man Popcorn macht. Mit was wollt ihr? Süß, salzig, was wollt ihr haben? Oh! Ich meine, willst du süß oder salzig? Süß. Das ist der neue Satz von Imani. Knack den Eier. Imani, sag es! What you mean? Du willst Wasser in Popcorn reinlegen? Ja. Nein, das macht man nicht. Ahot Mai heißt, soll ich Wasser legen? Sie will Wasser übers Popcorn kippen. Man kippt kein Wasser über Popcorn, okay? Taste Test. Lecker? Ja. Knack den Eier! Die Probefahrt beginnt gleich. Leute, das ist das Auto, was sich Luisa wünscht. Ich zeig euch das von außen. Das ist riesig. Guck mal, im Vergleich meiner, das ist meiner da hinten, das will sie. Viele haben uns gesagt, der Kofferraum soll angeblich nicht so viel Platz haben für zwei Kinder. Hier passen doch zwei Kinder rein. Einsteigen bitte. Lass uns mal einen Kakao trinken gehen. Wie ist das Auto? Gut. Und jetzt such einen Parkplatz. Pass auf, rechts vor links, rechts vor links. Hier. Jetzt park mal. Und wie war's? Gut. Du bist gut eingeparkt. Mit deiner Hilfe.
Sie macht einfach ein Herz in meinen Kakao, vor meiner Frau. Nee, Dir, die machen das immer so. Ey, wir sehen gerade aus wie eine richtige Nitro-Familie. Du hast auch eine richtige Nitro-Frisur, Imani. Weißt du, wie man das nennt? Fukuila. Kannst du das sagen? Fukuila. Ganz genau, komm. Ballons. Ballons? Ja. Sollen wir die aufpusten? Ja. Komm. Schaffst du das alleine? Oh, no! Nein, Emil! Danke! Komm! Ja, ja! Luisa, was sind das für Ballons? Nerde, das sind Figurballons. Das ist unmöglich, das geht nicht. Nerde, das kann man nicht aufpusten. Luisa, du kannst es nicht aufpusten. Ich kann das. Emani, kannst du das? Ja, kaputt. Kaputt? Das ist nicht kaputt. Pass auf. Der Trick ist, du musst den Ballon dehnen. What's going on here? Was ist das? Was soll das sein? Mamma mia! Das sind die Ohren. Das ist der Kopf. Das ist die Schnauze. Das sind seine Beine. Und das ist sein... Luisa, normal rumfahren kann jeder. Aber in eine Tiefgarage einparken, das kann nicht jeder. Wenn du es schaffst, in die Tiefgarage einzuparken, dann sage ich, du bist bereit, diesen Wagen zu fahren. Aber erstmal will ich sehen, wie du da einparkst. Okay, Mama, komm. Meinst du, sie schafft das? Niemals. Du musst an Mama glauben. Okay, komm, Luisa, komm. Muss ich nochmal rückwärts? Niemals. Du willst so rückwärts fahren? Oh no! Knapp! Zweiter Versuch. Glaubst du, sie schafft das? Niemals. Mama, warte! Warte! Jetzt park genau neben mein Auto ein. Here we go! What's going on here? Gratulation. Dankeschön. Du hast es geschafft. Entschuldigung, du bist so süß, kann man dich essen? Nein! Hey. Imani, wo bist du? Imani, was müssen wir jetzt machen? Zähne putzen. Dann nimm einmal deine Zahnbürste. Oh no! Halt fest. Rosa Zahnpasta. Imani auch. Zähne putzen kann doch jedes. Zähne putzen, bis sie sauber. Zähne putzen haben wir geschafft. Was machen wir jetzt? Hände waschen. Here we go. Hände waschen, bis sie sauber sind. Doch sind die Hände sauber? Ja, doch leider ist kein Handtuch. Drum müssen wir sie schütteln, 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 schütteln. Drum müssen wir sie schütteln, bis das sie sauber. Hey, guten Morgen, Amerika. Wir gehen jetzt das Probeauto wieder abgeben. Warst du sehr zufrieden? Ja, hat auch sehr Spaß gemacht. Sehr gut. Du fährst alleine, ich fahr mit Imani. Besser. Imani! Imani, du fährst mit mir, nicht mit Mama. Komm schnell. Mama, Luisa! Hier bin ich. Setz dich rein. Bist du bereit? Ja. Ey, was hast du für coole Schuhe an? Nein. Zeig mal. Bäh. Ey, cool. Weißt du, wer die auch hat? Ja. Wer? Baba. Bäh. Heute haben wir Partnerlook. Bist du gut angeschnallt? Ja. Okay. Da ist Luisa. Fahr, wir wollen vorankommen. Ich meine, was macht deine Mutter da? Autobahn. Hast du recht. Aber kann sie das gut? Konzentrier dich auf die Straße. Guck mal, Imani. Hallo. Du da, Baba, ja. Hallo. Sie sind gerade, hallo, schön, dass du da bist. Du da, Baba, ja. Hallo. Schön, dass du da bist. Luisa, hier ist 50, nicht 39. Ja. Da ist dieser komische Typ neben dir. Fahr vor mir. Nein, nicht dahin. Links.
Hier ist 50, nicht 38. Hey, Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Wer von euch kennt Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne? Jeder von uns hat seine eigene Laterne. Meine ist die hier. Oh Mann, wie schön ist deine Laterne. Imani, komm raus, komm raus. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Bist du bereit? Ja. Kommt hier Leute, kommt. So, wer kennt den Text? Laterne, Laterne. Brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht, aber nur meine liebe Laterne nicht. Laterne, Laterne, so in die Laterne. Jetzt ein anderes Lied. Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Imani, was ist los? Mein Video weh. Dein Bauch tut weh? Ja. Sollen wir nach Hause? Was willst du machen? Laterne, Laterne. Oh no! Ich glaube, Imanis Laterne ist kaputt. Was passiert? Patut. Kaputt? Ey, erklär jemand, dass es nicht patut heißt, sondern kaputt. Ich meine, das heißt kaputt. Sag mal kaputt. Kaputt. Ey, Leute, könnt ihr euch noch erinnern, wo wir die Schuhe hier gekauft haben? Und die noch zu groß waren? Mittlerweile sind die zu klein. Jetzt braucht Imani neue Schuhe. Waren die Schuhe bequem aber? Aber okay. War okay? Little monkey jumping on the back. One fell off and bumped his head. Guck, gib mir deine Hand. Danke, Baba. Imani, oh no. Guck mal, ein Vogel hat auf mein Auto gekackt. Oh no. Oh no. Das ist Vogelkacke. Oder hast du aufs Auto gekackt? Nein, Vogel. Okay, Luisa, welche Schuhe? Welche Farbe? Rot, oder? Luisa. Warum die? Die Schuhe, die sie gerade anhat, sind ihr bequem. Das sind genau dieselben, nur andere Farbe und eine Nummer größer. Okay. Imani, probier mal an. Andere. Andere? Willst du den nicht? Andere. Welche Farbe willst du denn? Oh ja. Sie muss den Schuh nicht anprobieren, sie muss sich nur auf die Fußsohle stellen. Hol die Sohle raus. Luisa, ich weiß nicht, was für einen Film du geguckt hast, aber die probiert den jetzt an. Zeig mal deinen Schuh. Wow. Ja, passt, glaube ich. Oh nein, es regnet. Zum Glück haben wir auch einen Regenschirm gekauft. Jetzt teste deine Schuhe. Zeig mir, wie schnell du mit den Schuhen laufen kannst. Los. Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid eingeschlafen. Hey, wow.